Wir würden euch ganz gerne nochmal zu einer Service-Katalog-CMDB-Challenge einladen. Das ist nicht so wie eine Eisbucket-Challenge, aber ins kalte Wasser wird man schon ein bisschen geworfen. Ja? Wie lange dauert es denn, bis man IT-Services, wie gesagt, das ist ja auch unser Kernbereich, wie man IT-Services mit den CIs verbindet? Und damit das Ganze nicht theoretisch bleibt. Also keine Sorge, wir bleiben ganz im Trockenen, knüpfen uns hier aber ganz essentiell die IT-Services vor. IT-Services, sagen wir ungefähr, ist ein 50 für 50 eigentlich so ein guter Richtwert an Durchschnittswert, die wir hier nehmen und mit den Configuration-Items aus dem Rechenzentrum verbinden. Hier angemerkt, es geht nicht um die Tausenden und Zehntausenden an Clients, die automatisiert durchlaufen, sondern hier geht es wirklich quasi um den harten Rechenzentrumskern. Dafür greifen wir auf die Graphentheorie zurück. Auf der linken Seite sehen wir eine einfache Abbildung. Wir haben die CIs und die Services jeweils als Knoten und die Verbindungen untereinander und miteinander sind die Kanten. Und wenn wir jetzt die 50 Services mit den 450 CIs aufeinander prallen lassen, dann sagt die Graphentheorie n mal m minus 1 halbe. Das entspricht der Anzahl an Verbindungen, die entstehen können. Das heißt, 50 Services mal 449 CIs durch 2 sind knapp über 11.000 an mathematischen Verbindungen. Das ist schon eine ganze Menge. Es ist aber noch eine ganze Menge mehr, denn das sind nur die einfachen Verbindungen. Also ein Service ist nur mit einem anderen Service oder mit einem anderen CI verbunden. Aber so reine Verbindungen haben wir ja nicht. Das kennen wir aus ITIL. Meist sind sie mehrfach definiert. Es kann sein beispielsweise, dass es eine Komponente von ist oder ein Service von einem anderen Service ist oder mit einem Preis versehen ist. Und wenn wir jetzt mal durchschnittlich, ich sag mal so, von ungefähr 4 Semantiken ausgehen, dann vervierfacht sich die Verbindungen und da kommen wir auf einen stolzen Wert von knapp unter 45.000 möglichen Verbindungen. Möglich heißt noch nicht relevant. Relevant, sagen wir, ist immer so ungefähr jede dritte Verbindung, die man auch tatsächlich dann zu tragen kommt. Das heißt, hier hätten wir dann wieder ein bisschen humaneren Wert von knapp über 13.000 Verbindungen, die man halten und auch sauber abbilden muss. Das ist jetzt erstmal nur die Anzahl an Verbindungen und wie viel Zeit wir dafür jetzt tatsächlich brauchen, zeigt der Robert. Ja, wir haben das mal gemessen, wenn man wirklich manuell Verbindungen einrichten muss. Wir haben es jetzt nicht auf allen Tools gemacht, aber auf eine Menge von repräsentativen Tools. Und man braucht im Schnitt so 60 Sekunden, um dann eben sich durch die Menüs durchgeklickt zu haben, die Texte eingetippt zu haben, zu sagen, das gehört zusammen. Und jetzt sieht man schon, die 13.000, die wir gerade eben gesehen haben, mal 60 Sekunden, haben wir ein paar Sekunden, roundabout 800.000 Sekunden zusammengekriegt. Und ja, teilen wir es mal durch Sekunden, Minuten, Tage, kommen wir auf 28 Personentage reines Klicken. Nur durchklicken durch die Tools. Das heißt, ich habe noch gar nicht nachgedacht, wie muss ich denn das überhaupt aufbauen? Wer gehört denn zusammen? Und dieses ganze Aufbauen, Absenzzeiten, Urlaub hat man noch, Meetings muss man machen, sich Gedanken machen, bisschen vorwärts und rückwärts rollen, kleinen Zickzackkurs hat man auch manchmal dabei. Kommen wir dann vielleicht auf das Vierfache. Und beim Vierfachen sind wir bei 112 Personentage, wo wir sagen, nur das Verbinden von den Services hin zu den CIs dauert ja durchaus eine gewisse respektable Zeit, die man sich hochrechnen kann. Das kann bei Ihnen anders sein. Sie haben vielleicht mehr Services und vielleicht weniger CIs oder andersrum. Sie brauchen vielleicht nicht so lange. Können Sie ja halt entsprechend durchspielen. Die Folien sind ja zum Download später da. Dann können Sie Ihre eigene Dings austarieren. Aber Sie sehen schon, wir haben jetzt nur diesen reinen Klickteil gemacht. Aber das ist ja nur die eine Hälfte der Wahrheit. Genau, das ist nur die eine Rechnung, die wir gemacht haben fürs Klicken mit noch ein bisschen Absenzzeit und Meetings. Aber was davor eigentlich noch passieren muss, haben wir hier noch gar nicht berücksichtigt. Das ist auch das, was wir in unserer Factory machen, Services herauszukristallisieren, diese zu definieren, einen klaren Service-Schnitt herzustellen. Das ist auch alles an Zeit, die noch mit oben drauf gerechnet werden kann. Und da kann ich aus Erfahrung sagen, das ist nicht mal eben in einer Minute gemacht. Und wenn wir dann noch ein bisschen weitergehen, dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass man die Einarbeitungszeit in das Tool, also die persönliche Einarbeitungszeit in das Tool, auch noch mit hinzurechnen kann. Denn man muss ja auch schauen, welche Funktionen bringt das Tool mit? Ist das überhaupt geeignet? Wie kann ich das am besten abbilden? Da geht ja auch noch mal ein bisschen Zeit drauf.
Und wo wir hier jetzt eine sehr große und schöne Herstellerrunde haben, möchten wir an dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Herstelleraufruf machen. Denn wie Sie sehen, es geht sehr viel Zeit drauf, um diese Konzepte sauber abbilden zu können. Und wir möchten diese Tools natürlich wahnsinnig gerne weiterhin anwenden und hoffen, dass die Abbildung der Konzepte noch einfacher und schneller ermöglicht wird. Ja, und deshalb, wenn wir auch schon alle Hersteller am Schlawittchen haben, dann müssen wir es einfach nutzen. Und deshalb war das für uns auch nochmal wichtig zu sagen, so tickt diese Welt da draußen und da brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr automatisierte Unterstützung, vielleicht noch ein bisschen KI, ein bisschen mehr Vorlagen. Unterstützt uns da, helft uns da, damit wir die Konzepte, die heute im Service Design da sind, wirklich in die Technik drücken können. Ja? So, ich glaube, damit hätten wir aber auch unser Pulver verschossen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir wünschen noch eine erfolgreiche Service-Design-Variante in euren Häusern. Und ja, Dankeschön.